So, da sind wir beim 400. angekommen heute. Habe ich gerade mal ganz grob durchgeschaut und es müsste jetzt eigentlich, wenn jetzt nicht irgendein anderer noch dazwischen kommt, zum Beispiel irgend so ein witzloses Livestream-Ankündigungs. Alter, mach doch mal die Tür auf. Stream-Video. Sollte das jetzt tatsächlich Video Nummer 400 sein? Lang, lang ist's her. Als erstes wollte ich mal ausprobieren. Ich wollte was ausprobieren. Ich wollte was ausprobieren. Ich wollte. Was wollte ich denn ausprobieren? Ich wollte. Genau, mit Angeln war da was. Ich brauche eine Angel. Haben wir noch eine Angel? Angel. Nein. Oder? Vielleicht hier. Da ist eine Angel. Mal gucken, ob das auch stimmt, was mir dieser eine Herr da erzählt hat. Wenn nicht, dann muss ich ihm nämlich mal den Popo versohlen. Also. Klappt ja ganz toll. Ja, gut. Ich bin wahrscheinlich einfach wieder zu doof dafür. Ah. Daneben. Super. Ich bin echt zu doof dafür, glaube ich. Ja, stimmt. Es landet da und es zuckt auch tatsächlich, aber ich bin natürlich zu doof zum Angeln. Gut, würde also funktionieren. Danke für den Tipp. Und wir wollten weiter basteln. Im letzten Mal habe ich angefangen, das Häusle zu zimmern. Ich habe noch nicht den letzten Part gerade eben oben, sodass ich noch nie sagen kann, was denn jetzt, ob da Kommentare zum Bäumchen kommt oder stehen bleiben soll oder nicht. Mature. Nom nom. Mitnehmen, aufessen. Ist da noch was reingeplanscht? Nö. Gut, ja, wir können im Prinzip hier noch ein bisschen was wegschnitzen. Haben wir denn noch Holz? Wir haben noch ein bisschen Holz, dann schnitzen wir das hier mal weg. Einfach langsam und sicher mal an unsere Arbeitsplattform hier dran kommen. Ich muss hier mal vielleicht mal ein bisschen was reintun. 10 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier können wir direkt noch ein bisschen weiter anbasteln. Zop. 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 Und zop. So, entweder spielen wir jetzt Zombie-Apokalypse des Todes oder wir spielen nicht Zombie-Apokalypse des Todes. Ich gehe Bett. Bett schlafen. Scotty, müde. Jetzt hätte ich fast Winnie gesagt, aber Winnie ist das falsche Spiel. Ich freue mich schon auf den nächsten Terra-Livestream, der in ein paar Minuten sein wird. Was heißt Minuten? Ein paar mehr Minuten, aber ich freue mich da drauf, weil dann ist die Tante Ela wieder dabei. Die sitzt schon neben mir und saffelt an der Tischkante rum, weil sie auch schon wieder voll auf Entzug ist. Die hat schon wieder so ganz merkwürdige Dinger geöffnet, wie Castleville. Es ist pink und bunt und scheiße. Aber ohne Internet, sagt sie. Ich glaube ja, also Internet ist ja auch für mich Neuland. 4170 Kilobit die Sekunde. Ach, ist das schön, wenn ich so streamen könnte. Hör mal, oh nein, 360 Max. Pixelmon. Ich mag Pixel. Pixel sind lecker. So, wächst hier jetzt mal was oder? Ich habe Äpfel, 4 Stück. Nom 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 nom. Castleville Legends. Nur weil da Legends dran steht, heißt man lange nicht, dass es das besser macht. Huch. Mikroruckler. Geil. Ich mag Mikro. Das ging jetzt aber schnell. Da war ich jetzt so gar nicht drauf vorbereitet, sag mal. Lal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 
Ich erkenne da ein System. Und das ist ein schöner Baum geworden jetzt. Also, jede Krüppelkiefer wäre neidisch. So, wir haben noch ein paar Stöckskits. Da können wir noch ein paar Krux machen. Top. Finde ich das witzig, wenn ich jetzt schon ein paar Schafe hätte, die ich damit ärgern könnte. Naja. Na, komm. Hau doch mal das Ding. Ich könnte natürlich auch hier so langsam mal so eine kleine Arbeitsplattform drumherum machen, damit ich nicht immer so einen langen Arm machen muss. Aber das eine würde ja bedeuten, dass ich mitdenken würde und naja, das geht ja so auch nicht, ne? Ich kann doch nicht einfach anfangen mitzudenken hier. Quatsch. Unsinn. So. Das Ding noch weg. Dat, oh, da ist noch ein Holz. Nom 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 nom. Top. Und wir haben wieder genug Setzlinge, um ein bisschen Kompost zu machen. Und vor allen Dingen habe ich schon wieder ganz schön viel Kohldampf. Haben wir schon irgendwas drin? Irgendwie Zeug? Nee, also voll machen das Ding. Dann haben wir wieder drei Stück übrig. Dann haben wir noch ein bisschen Holz. Machen wir nochmal ein paar Bretterchens. So, tun wir die Setzlinge raus, tun wir Bretterchens rein, holen wir die Spitzhacke in die Hand und nehmen hier noch ein bisschen was von diesem hässlichen Lehm weg. Oh, da hat's Dong gemacht. You begin to feel comfortable handling with a pick of Splintered Dreams. You notice room for improvement, plus one modifier. Oh, nicht runterfallen. Fix up the wear and then make it last a bit longer. Okay. Ja, es ist lila geworden. Das haben wir jetzt dran, glaube ich zumindest. Eh. 29 von 70. Mining Speed, okay. Schade. Also ich hätte ganz gerne eigentlich, dass wir da wirklich auch mal so ein Self-Repair drauf kriegen. Aber das ist bis jetzt halt erst einmal passiert und naja. Ich war dann ja so pfiffig und bin dann mal gesprungen. Ist halt ein bisschen doof gelaufen. So. Jetzt haben wir schon wieder Hunger, aber das Zeug weigert sich einfach mal wieder vernünftig zu wachsen. Ja, der ist auch schön. Der steht auch so gar nicht so dicht am Haus oder so. Also ruppeln wir den wieder weg. Ruppel, ruppel, ruppel. Top, 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 top. Top, 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 top. So, muss reichen. Setzlinge haben wir noch vier Stück. Hat der also keinen einzigen gegeben? Ja, doch einen, damit wir wenigstens keinen Verlust haben. Aber das war's dann auch schon wieder. Hervorragend. Können wir doch unser wunderschönes Häuschen hier mal ein bisschen weiter bauen. Boah, ist das ein schönes Haus. Ich habe noch nie ein schöneres gesehen. Vor allen Dingen so schön im Grün. In dieser tollen Welt hier. Die wir uns gerade so zusammen dengeln. Wo hatte ich einen Hunger habe? Wo haben wir denn unsere Futterkiste eigentlich? Was haben wir denn da? Ein paar Schokoriegel drin oder so? Ein Butterbrot. Ein Butterbrot mit Möhre. Möhren könnte ich eigentlich auch mal anpflanzen. Bevor die jetzt einfach nur da drin rumliegen, können die sich doch lieber auch mal ein bisschen vermehren, oder? Würde ich doch mal so sehen. Ja, die pflanzen wir gleich mal ein. Und eine lassen wir mal drin, für den Fall, dass wir gleich auf die tolle Idee kommen und über die Kante springen. Ja. Ein paar Butterbrötchen. Scheint echt schnell zu laden, dieses tolle Ding. Ja, guck mal, schau, da ist die Erde schon wieder fertig. So, setzen wir die jetzt dran, machen wir Möhrchen. Ja, wir setzen die dran und machen Möhrchen, glaube ich. Ja, machen wir. Nein, machen wir nicht. Wir machen hier nochmal Weizen hin. Und ernten das, weil das war fertig. Und wenn das da drüben fertig ist, machen wir da eine Reihe Möhrchen hin. Weil hier kommt ja noch Erde dran. Moment mal eben. Ist, glaube ich, ein bisschen laut. Ah, guck mal, da ist was fertig. Juhu, ich freue mich.
Du bist ja ein süßer kleiner Baum. Zopp. Aber jetzt musst du weg. Du musst weichen, denn da muss jetzt eine Möhre reingesteckt werden. Blub. Das müssen wir bei Zeiten ja auch nochmal auswechseln. Ich glaube nicht, dass aus diesem Baum was werden wird. Jemals. Der steht einfach zu dicht dran. Naja, muss ja auch nicht. Ein Applekern. So lange haben wir jetzt auch gar nicht mehr. Wir sind schon wieder in der Mitte liegen. Eieiei. Okay, das heißt, was machen wir noch in den letzten 3,5 Minuten? Absurd. Bäumchen beschneiden. Im Moment ist es halt immer noch dieses krasse, erstmal irgendwie an Futter kommen. Oder erstmal überhaupt irgendeine bebaubare Fläche. So. Einfach mal rüber. 7 Stück reichen, glaube ich, nicht für ein Erdblock. Ne, es waren 8. Scheiße. Müssen wir nochmal ein bisschen wachsen lassen hier. So, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir 2 so Monsterbäume. Und die sind so schön ineinander gewachsen. Die bleiben jetzt auch so. Den hier kann ich kaputt machen. Der ist schön klein. Auf die Kleinen drauf. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, 2 Sitzlänge haben wir schon mal. Das heißt, einen zum Neupflanzen und einen für die Tonne. 2 für die Tonne. Das reicht dann jetzt auf jeden Fall für den nächsten Erdblock. 3 für die Tonne. 4 für die Tonne. 5 für die Tonne. Was ist denn jetzt los? 6. Ja, da haben wir gleich auf jeden Fall schon direkt einen zweiten. Zweite Füllung voll. Ne, natürlich nicht. Genau einer fehlt wieder. Top, top, top. Top, top. Top, 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 top. Ich will jetzt eigentlich nur noch einen Setzling haben. Ja, dankeschön. Der Rest kann erstmal stehen bleiben. Da drüben ist noch was fertig geworden. Da können wir dann nochmal eben kurz abernten gehen und noch eine Möhre in die Erde reinstampfen. 2 Möhrchen. Weil ich glaube, die können wir nämlich auch kompostieren. Die zählen nämlich, glaube ich, genauso wie Kartoffeln als ein 16. oder sowas. Ich glaube, ja. Zap. Zap, 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 zap. So. 2 Eimer voll mit Modder. Und gucken wir mal hier, ob wir noch einen Setzling da rauskriegen. Dann dürfte... Wird es gerade Nacht? Es wird Nacht, oder? Ja. Dann nutzen wir die Nacht einfach mal wieder als natürlichen Cut zwischen den Folgen. Wieder 2 Setzlinge und ein Apfel. Was ist denn jetzt los? Haben die Raten erhöht oder irgendwie sowas? Kann er nicht, ne? Hat er nicht gepatcht. War ich ja wieder zu faul für. Na komm, peil dich. Es wird doch gleich dunkel. Die bösen Männer kommen. Na komm, na komm, na komm, na komm. Und jetzt beide unter die Hand. Oder in die Hand und unter den Arm und zwischen die Augen und dann ein Bett. Bett, 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 Bett,